I can't let them take my soul. Nah, 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 no. Oh, I can't let them take my soul. Nah, 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 no. Was wir jetzt hauptsächlich machen werden, ist, wir schauen in einen Supermarkt. Ich finde, das ist einfach, ich habe euch schon im ersten Vlog gesagt, ich werde euch Sachen zeigen, die vielleicht untypisch sind oder jetzt nicht normal sind zu zeigen in Tokio. Aber ich versuche euch einfach viel zu zeigen. Alles, was ich interessant finde, zeige ich euch einfach. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr noch anderes sehen wollt. Schauen wir erstmal raus. Das Wetter ist leider regnerisch, aber Randy ist organisiert. Rausgehen ist ja auch so ein Ding. Erstmal, hier steht Pull. Ich habe schon mal gepusht. Habe ich hier fast das ganze Holzbrett runtergehauen. Man muss hier den Knopf drücken. Dann geht's auf, dann ziehen. Und das hier ist halt auch eine Frechheit. Ich habe mich schon 8-mal den Kopf angehauen. By the way, das Wetter ist wirklich schlecht. Überzeugt euch selbst. Ja. Die Jacke machen wir zu. Das Problem ist, ich habe vergessen, wo der Supermarkt ist, wenn ich ehrlich bin. Aber wie Freestyle. Jeder, der von euch die Möglichkeit hat, so eine Reise zu machen, macht diese Reise. Glaubt mir, ihr werdet das nicht bereuen. Tokio ist crazy. So anstrengend, Alter, wenn man diese Vlogs so drehen muss alleine. Ihr müsst euch vorstellen, da muss man diese ganzen Szenen Kamera hinstellen, zurückgehen, vorbeigehen. Unnötig. Aber dafür werden halt die Szenen sehr schön. Reicht doch jetzt, reicht doch jetzt. Genug Casey Neistat hier. Herzlich willkommen. Also wenn man reinkommt, man hat so ein View. Man sieht direkt so ein paar Gebäcksachen, warmgehaltene. Onigiri sehe ich. So Vitaminsachen. Grüne Körbe, keine Ahnung, die Kasse. Viele Zigaretten. Und jetzt würde ich sagen, schnappen wir uns einen Korb. Schauen wir hier rein, was es so gibt. Also ich würde mal sagen, wir fangen mit den Getränken an. Problem, was ich hatte hier in Japan, ist einfach Getränke, oder besser gesagt in Tokio, Getränke zu finden, gute, ist nicht so easy. Natürlich die gewohnten Sachen, ja, so Pepsi kennt man, Red Bull kennt man, Cola kennt man, auch aber eine ungewöhnliche Größe. Ja, das ist, schaut, ist nicht mehr so groß wie meine Hand. Diese Red Bull ist auch sehr groß. Und die Monsterdosen sind auch sehr komisch, die sind auch kleiner als meine Hand. Und diese Flaschen gibt es bei uns auch nicht. Also es gibt immer mal wieder untypische Größen, die man nicht kennt, oder halt andere Getränke. Und es gibt auch, ich weiß nicht, ob es das hier gibt, aber immer ein, es sieht aus wie ein Kühlfach, aber es hält die Getränke warm. Dann ist es auch immer aufgeteilt von Alkohol, Kaffee und Energy, denke ich, bis hin zu normalen Getränken. Genau. Dieses Getränk hier habe ich jetzt schon 3-4 Mal getrunken. Fruitstee von Boss. Boss ist hier eine anscheinend sehr bekannte Marke. Der schmeckt gut. Ah, by the way, diese Cola-Flaschen gibt es bei uns auch nicht. Auch so mit diesen japanischen Schriftzeichen sieht cool aus. Dann gibt es hier halt so komisches Zeug, keine Ahnung. Also ich weiß jetzt nicht, zum Beispiel das hier sieht halt einfach nicht lecker aus, so für mein europäisches Auge. Aber habe ich noch nicht probiert, kann man eigentlich auch mal probieren, why not? Habe ich aber noch nicht. Das Getränk hier auch nicht schlecht, muss ich sagen. Kann man auch trinken. Welche Abteilung ich aber sehr, sehr lieb hier habe, ist Teigwaren, die ist ganz cool. Jetzt zeige ich euch aber noch ganz kurz diese Instant Noodle Game hier. Schaut mal an. Instant Noodle Paradies. Es gibt die hier. Es gibt so viele verschiedene, das ist so crazy, Alter. Fire in Hot. Schärfestufe 4. Die hier müssen krass sein, weil ich stehe auf so scharfe Sachen. Auch cool. Wenn mich nicht alles täuscht, sind diese Teile sogar Ramen. Das sieht geil aus. Wird genommen. Ich habe genau, weil ich mein Geldbeutel vergessen habe und mein Handy auch, was ziemlich blöd ist, aber ist jetzt wie es ist, 3000. 3000 sind ungefähr so 22, 23 Euro. Das geben wir jetzt hier aus. Also mehr können wir hier nicht ausgeben. Ich bin absolut kein Typ, der Anime schaut, aber das hier, genau dieses Teil hier, kennt jeder von uns, oder? Von Naruto. Das hier will ich auch haben, ist scharf. Ich kann nicht nur scharfes Zeug nehmen. Okay, die mache ich wieder raus. Oh. Cheesy Things, Alter. Nein. Okay, das Problem ist, ich weiß auch gar nicht, was ich den anderen mitnehmen soll, weil eine ernährt sich fitnessgerecht, die andere isst kein Fisch und ernährt sich auch fitnessgerecht. Und Lukas isst alles und Randy isst alles. Boah, eine Puma-Maske.
750, Schnäppchen, sollte man eigentlich kaufen, finde ich. Ja, okay, ich glaube, wir müssen den Store wechseln, der möchte nicht, dass ich hier drin filme. Hier gibt es auf jeden Fall noch Onigiris und sowas. Ich wollte jetzt eigentlich ein bisschen was kaufen für die anderen, ein bisschen blöd, aber wir schauen in den anderen Store. Also, Konto war 3000, jetzt habe ich 825 für die Maske bezahlt. Wir schauen jetzt zu dem anderen Supermarkt. Ich weiß aber nicht, wo der genau ist. Darf man ihm jetzt auch nicht übel nehmen? Er hat vielleicht gedacht, nicht, dass ich seine Kunden störe oder wie auch immer. Mein Gott. Die sind halt so überfreundlich zu jedem. Also der war jetzt nicht unfreundlich oder so. Soll das auf keinen Fall rüberkommen. Die anderen wissen jetzt nicht wirklich, was ich gerade mache. Glaube ich, ist eh blöd. Ich wollte denen eigentlich was zu essen bringen. Jetzt ist mir gerade aufgefallen, von 3000 habe ich 825 für eine Maske für mich ausgegeben. Also, heute ist nicht mein Tag. Der Bruder hat mich gerade rausgeworfen aus seinem Supermarkt. Und der Bruder, der Daily Store, das ist wirklich der Store, wo wir immer hingehen, wenn wir zur U-Bahn gehen, hat geschlossen, du verstehst? Wie viel Weg ich jetzt umsonst gegangen bin, verdammt. Ich kann auch nicht zu heftig im Radius gehen, weil ich muss wieder nach Hause finden, verstehst? Der Afrikaner geht verloren in Togi, verstehst? So wie das Video heißen. Ich muss jetzt einfach auch spontan schauen. Ihr seht, hier sind sehr viele leuchtende Tafeln, sehr viele Regenschirme. Ich brauche einen Supermarkt. Ah, 7-Eleven! Da hinten ist einfach ein 7-Eleven, ich bin so lucky. Wichtig, Weg merken. Ich bin jetzt einmal rechts gegangen, wenn ich dann wieder zurückgehe, zurück und wieder rechts, um die Kurve. Korb, gleiches Prinzip. Einfach genau gleiches Prinzip, vielleicht kann ich doch ein bisschen filmen. Oh, hier gibt es irgendwelche besonderen Chips. Die werden safe gekauft. Ich schätze mal, die kosten so 150. Ich habe noch 2000, die ich ausgeben kann. Früchte, immer wichtig, kaufen wir. Chips, auch sehr wichtig. Ich kaufe jetzt einfach Sachen, die fertig sind. Hier seht ihr das, wie viele Sachen die haben, so Süßigkeiten und so. So lecker alles, boah. Ich bin auch so ein Mensch, was Teigwaren angeht, da kann ich mich reinlegen. Kann ich ganz Tag essen, kein Problem. Ich kann nur von Teigwaren leben. Problem ist, da stehen halt keine Prices. Er hat sich so ein Sandwich geschnappt hier. Das werde ich auf jeden Fall auch machen. Hier sowas. Schau, bam, bam, bam. Das nehmen wir mit. Mit Ei. Nochmal mit Ei. Ich habe nur so bis 2000 Platz. Einfach Tonkatsu. Ich habe 4 Stück, das sind schon 1000. Tonkatsu nehmen wir nicht, nur sparen. Seht ihr mal. Kein Geldbeutel, kein Handy dabei. Aber die sehen auch süß aus. Ich würde gerne die auch probieren. Die kann man safe einfach in so eine Mikrowelle packen oder so und das schmilzt dann. Okay, wir haben 4 Sandwiches schon mal. Schon mal besser als nichts, sage ich immer. Früchte haben wir auch. Vielleicht machen wir auch gleich Zwischensumme, weil ich hasse es an. Eins der peinlichsten Sachen ist, du stehst an der Kasse und du hast nicht genug Geld. Das ist wirklich eins der peinlichsten Sachen auf der ganzen Welt wahrscheinlich. Und Toilettenpapier einkaufen, finde ich auch peinlich, weiß ich nicht warum. Das ist auf jeden Fall ein 7-Eleven in Tokio, Freunde. So, Teigwaren, dass euch die Augen rausfallen. Energies, so, das sind so Gelee-Energies, die sind irgendwie weird, aber sind irgendwie cool. Fluffy Cake, aber nicht so heftig anfassen. Boah, und das ist alles, Leute, egal was du anfasst, es ist so butterweich, schaut euch mal das an, boah. Cheesy Things, das nehmen wir auch mit. Voll fluffig, Alter. Das ist so crazy. Das ist so crazy, Bro. Das sieht irgendwie auch cool aus. 7-Eleven baked. War sie jetzt nicht, oder? Egal, das nehmen wir auch. Mais und Käse. Wir machen jetzt Zwischensumme, Freunde. Ich habe keinen Bock, dass ich zu wenig Geld dabei habe. Hi. This, all this. Ganz kurz. Es kostet 1968, 2000 hatte ich noch dabei. Das Geld schiebt man hier in so Maschinen rein. Bam. 1968. Noch 968 fehlen. Rest Money kommt hier raus. Mittlerweile ist es schon wieder dunkel. Wir haben ein paar Sachen gekauft, ein paar Sandwiches. Ja, das Wetter ist beschissen. Ja, das regt mich so auf, dass ich aus dem anderen Store rausgefallen bin. Was wollte ich noch für eine Info geben? Ach so, genau, in Japan oder in Tokio bis jetzt, was ich erlebt habe, ist, wenn ihr zum Beispiel 2000 in der Hand habt und es kostet 2000 und ihr wollt es denen in die Hand geben, die nehmen das nicht aus eurer Hand. Die haben immer eine Schale, da legt es rein, dann nehmen sie es aus der Schale. Das ist so ein Kulturding, glaube ich. Boah, und jetzt fängt es halt böse an zu regnen. Und ja, es ist Sonntag. Man merkt auch, es ist ein richtiger Sonntag. Ich habe jetzt hier ein paar Sandwiches. Jetzt gehen wir zurück und verteilen die an die Gruppe. Nur wenige Minuten später. Ich bin auf jeden Fall so ein Amateur, dass alles vorbei ist. Handy vergessen, Geldbeutel vergessen. Und in meinem Geldbeutel ist diese Karte. Hier ist eine Klingel. Habe ich jetzt schon einmal geklingelt.
mit so einer Kamera. Ich weiß nur nicht, ob die oben im Apartment wissen, dass wenn du im Wohnzimmer sitzt, das ist so in der Ecke. Das sieht man voll schwer, dieses Öffnungsteil. Problem ist, ich weiß nicht mehr, ob die zu Hause sind. Das ist auch so ein Ding jetzt. I lost my phone, yeah? Open up the door, yeah? Das ist wirklich jetzt eine ziemlich dumme Situation, in die ich mich selber gebracht habe. Mit einem guten Aspekt. Ich wollte eigentlich den Leuten was zu essen bringen. Sorry, can you help me? Oh, arigato mas, I can help you. Yes, I can need your help. Sugare dojo da na diri. Do you speak a little bit of Japanese or French? Because I don't speak both of them languages. Wir wohnen so im 5. Stock. Wie soll ich da jetzt hochschreien? Lukas! Sabrina! Macht mal die Tür auf, falls sie mich hört. Ich kann hier nicht so durch Tokio rumschreien. Aber wäre nett, wenn ihr kurz aufmachen würdet, weil es jetzt nicht gerade Hawaii hier mit dem besten Wetter. Mein Schlafzimmer, den ihr Schlafzimmer. Ich weiß zwar nicht wie, aber es hat echt nur 3-4 Minuten gedauert. Ich habe jetzt da hochgeschrien ans Fenster, Lukas war noch im Bett. Der hat mich auf jeden Fall jetzt gehört. Wir Männer, wir schlafen anders, wir schlafen wie Wölfe, wir sind immer wach für die Gefahr. Thanks for helping out. Alter, du stehst aber schon lang da unten, gell? Nee, 5 Minuten. Es ist wieder ein bisschen eskaliert gerade. Ich bin rausgegangen ohne Schlüssel und ohne Handy. Aber mit Absicht, oder? Nein, aus Versehen. Also, ich hatte 3000 von diesen Yen. Okay? Dann wollte ich eigentlich Essen für uns kaufen. Dann habe ich aber eine Maske gesehen von Puma und habe die erstmal für 1000 gekauft. Da hatte ich nur noch 2000. Sorry. Ich habe ein bisschen was gekauft. Tempos? Nee, 4 Sandwiches oder so. Und Mandarinen. Hast du es gehört, Sabrina? Nee, gell? Gehört? Ja, Lukas hat nicht gehört, ich habe hochgeschrieben. Hochgeschrieben? Ja, Lukas, Sabrina. Was? Nein, wieso? Also ich finde, dafür hat sich der Einkauf gelohnt. Die Maske ist so geil, Mann. Das mit Schinke. Das mit Ei und Schinke. Das mit Ei. Also doch Schinke. Das mit Schinke. Nein, ich habe eins komplett mit Egg. Dann habe ich das hier. Für die Maske sein. Eine Puma-Covid-Maske, oder? Ja. Oh mein Gott. Sei ehrlich, die hättest du auch gekauft. Ja, die ist sexy, aber die ist ja schon, ist ja schon vorbei. Ich dachte wenigstens ein Sturmauge oder so. 7 Euro Covid-Maske. Also auf Mr. Nippons Empfehlung haben wir hier japanischen Ayran, kann man sagen. Das ist Milch. Ich weiß nicht, ob es auch salzig schmeckt oder nicht. Alles andere als ein Ayran, aber gut, es schmeckt ganz interessant. Es wäre geil, wenn es ungefähr nur 10-20% weniger süß wäre, dann wäre es richtig lecker. Schmeckt wie fruchtige Milch. Ja, ja. Als wäre Milch fruchtig. Auf jeden Fall werde ich mir jetzt hier ein Sandwich reinfeuern. Sandwich. Jedes Gebäck ist so soft, aber das wird krass sein. Das sag ich dir jetzt schon, das mit Ei. Schaut euch das an, wie viel Egg da drin ist. Mmh, das ist auch so ein... Ja, das ist auch wieder Brausetabletten-Tings. Muss man das so zusammen... Ja, safe. Das blamier mich nicht, ich kann nicht mehr die Tüte öffnen. Ich mach mal auf dem Onigiri, oder? Ha, das ganze Egg. Da musst du mich einmal reinbeißen lassen, da kommst du nicht drum rum. Das ist ein Tingeling. Bei mir sind das safe 2 einfach. Boah, das sieht ja so juicy aus, Alter. Foamy. Das kostet 2 Euro. Das schmeckt so eiig, Alter. Mehr Ei kannst du wirklich nicht haben. Ich schwöre, mehr nach Ei kannst du nicht schmecken. Maria, Maria. Das war's eigentlich auch mit dem kurzen Vlog. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Peace.